Namaste und herzlich willkommen. Mein Name ist Vildan und wir machen heute zusammen Power Yoga. Wir starten mit der Kapalabhati-Atmung, die Feueratmung, um unseren Körper schon mal zu aktivieren. Setze dich bequem entweder auf ein Kissen oder ein Meditationskissen oder auf einen Yoga-Block, sodass die Hüfte etwas höher liegt wie die Knie, damit die Wirbelsäule komplett entspannen kann. Der Rücken lang gerade, die Schulter entspannt. Atme ruhig durch die Nase ein. Und wieder über die Nasenlöcher aus. Bei Kapalabhati atmest du ganz ruhig durch die Nase ein. Dabei geht die Bauchdecke leicht nach vorne und beim Ausatmen stoße die Bauchdecke nach hinten. Ja, einatmen und wieder fest nach hinten. Beim Einatmen ganz ruhig, keine Mühe, fließt von selbst. Und beim Ausatmen weit nach hinten und starte im eigenen Atemrhythmus. Und wieder ruhig einatmen und alles aus. Wir kombinieren das jetzt mit einer Dehnübung. Bring die Hände zusammen unter dem Bauchnabel, die Schulterblätter leicht zusammen. Atme ein, bring die Arme weit über die Seite nach oben. Zieh den Rumpf lang beim Ausatmen nach links mit dem Oberkörper. Setz die Hände oder die Finger ab. Und finde eine angenehme Position hier und starte wieder ruhig durch die Nase einatmen. Und aus. Und wieder ruhig einatmen und aus. Einatmen, über die Seite wieder zurück zur Mitte, ausatmen, zur anderen Seite, hier wieder bequeme Position und starte, atme ein. Und wieder ruhig ein und langsam aus. Einatmen, über die Seite zurück und ausatmen. Die Hände wieder zurück auf die Knie. Lass die Augen geschlossen und spüre nach. Beim nächsten Einatmen öffne sanft die Augen. Es kann sein, dass dir etwas Warmes in der Bauch, im Bauch oder im Rücken oder dass dir etwas schwindelig wird oder dass gar nichts passiert. Das ist alles normal. Nun starten wir mit Surya Namaskar. Komme dafür an die Spitze deiner Matte. Das wird etwas dynamischer wie der normale Sonnengruß. Bring die Füße hier schon mal zusammen, die Zehen berühren sich, die Hände vor die Brust im Namaste. Die Schulter leicht nach unten gedrückt, die Beine aktiv. Bleib hier noch mal 3 schöne Atemzüge. Und aus. Noch mal tief ein. Ruhig aus. Noch mal einatmen. Und aus. Einatmen, bring die Arme weit über die Seite nach oben, öffne die Brust zum Himmel. Ausatmen, über die Hüfte nach unten in die Vorwärtsbeuge. Einatmen, Rücken gerade, Blick nach vorne, setz die Hände etwas weiter vorne, abbeug die Knie, komm auf die Zehenspitze und spring gerade nach hinten in die schiefe Ebene.
Von hier aus direkt nach unten in die gestützte Chaturanga. Lass die Ellenbogen hinten beim Einatmen in die Rückbeuge, die Schulterblätter zusammen. Und beim Ausatmen in den Herabschauenden und Blick wieder zwischen die Hände. Beug die Knie, komm auf die Zehenspitze und spring nach vorne zwischen die Hände. Und ausatmen in die Vorwärtsbeuge. Einatmen, wachse den ganzen Weg stabil nach oben. Lass den unteren Bauch zusammengezogen für eine weitere Runde. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, setz die Hände etwas weiter vorne, Abrücken gerade. Komm auf die Zehenspitze, beug die Knie und spring direkt nach hinten in die schiefe Ebene. Und wieder nach unten in Liegestütz. Einatmen, Rückbeuge, Schulterblätter zusammen, die Oberschenkel weg von der Matte. Und ausatmen, herabschauen. Wieder Blick zwischen die Hände. Arme durchgestreckt und spring nach vorne und in die Vorwärtsbeuge. Bleib in der Vorwärtsbeuge, entspanne die Schulter, den Nacken, den Kopf. Und jetzt beug die Knie, komm stabil nach oben für den Stuhl, press die Knie und die Beine gegeneinander für 3, 2, eine noch und ausatmen, Vorwärtsbeuge. Nochmal, beug die Knie, komm stabil nach oben, bring diesmal die Hände vor die Brust im Namaste, bleib hier und bring nun die linke Ellenbogen zur Außenseite vom rechten Knie, drück mit der Ellenbogen gegen dein Knie und versuche nach oben zu schauen, die Knie zusammenlassen, nochmal für 3, 2, eine noch. Jetzt stabilisiere hier und bring die linke Hand neben den Fuß auf die Matte. Öffne den Arm nach oben, verlagere dein Gewicht jetzt auf den rechten Fuß, konzentriere dich und komm mit dem linken Fuß weit nach hinten und öffne den Twist weiter nach oben. Nochmal für 3, 2, eine noch. Komm jetzt nach vorne in den Sprinter und gleite nach hinten in den herabschauenden Hund. Beim Einatmen für Vinyasa, Wirbel für Wirbel nach vorne, beim Ausatmen in den Liegestütz. Einatmen, Rückbeuge. Ausatmen, herabschauender Hund. Atme tief ein und aus. Bereite dich vor, Blick zwischen die Hände und spring wieder nach vorne. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, beug wieder die Knie, komm stabil nach oben für Parvita Utkatasana. Bring die Hände wieder vor die Brust im Namaste. Und diesmal der Twist nach links. Schön den Oberkörper nach oben gedreht halten für 3, 2, eine noch. Setz die Hand wieder neben den Fuß ab. Hier kannst du auch gerne über einen Block nehmen. Öffne den Arm. Jetzt verlagere dein Gewicht auf den linken Fuß. Komme konzentriert einen großen Schritt nach hinten und öffne den Twist weiter nach oben für 3, 2, eine noch. Und wieder nach vorne in den herabschauenden Hund. Gleite nach vorne beim Einatmen in die schiefe Ebene. Runter für Chaturanga Dandasana. Einatmen, Rückbeuge, ausatmen, herabschauen und einatmen, das linke Bein durchgestreckt nach oben, ganz weit, Blick zwischen die Hände. Komm mit dem linken Fuß nach vorne, dreh den rechten Fuß nach rechts für den Krieger. 2. Jetzt atme ein, die Beine durchgestreckt, ausatmen, nach vorne, Krieger 2. Einatmen. Ausatmen, 2. Einatmen. Aus, 3. Einatmen. Und 4. Einatmen. 5.
Jetzt bleib hier im Krieger 2, bring die Hände hinten zusammen, mach den Bauch und Schulterblätter zusammen und komm weit mit der Schulter nach vorne und versuch dann weit den Kopf nach unten abzusetzen und den Arm nach vorne zu bringen. Über den Kopf und wieder nach oben in den Krieger 2. Und wieder zurück nach vorne in den Sprinter. Herabschauen und atme tief ein und aus. Dazwischen immer wieder mal ein Vinyasa. Einatmen, schiefe Ebene, ausatmen, Chaturanga. Einatmen, Rückbeuge, ausatmen, herabschauen und tief ein und aus. Einatmen, das rechte Bein durchgestreckt nach oben, nach vorne, links dreht nach links für den Krieger 2, Virabhadrasana 2. Einatmen, durchstrecken, ausatmen, 2. Einatmen und 2. Einatmen, 3. Einatmen, 4. Einatmen, 5. Jetzt bleib hier, mach deinen Bauch und Schulterblätter zusammen und komm weit nach vorne. Versuch den Kopf abzusetzen und die Arme über den Kopf nach hinten. Und wieder stabil nach oben für den Krieger 2. Und nach vorne in den Sprinter. In den herabschauenden Hund. Jetzt bring die Ellenbogen auf die Matte. Achte darauf, dass die Ellenbogen in einer Linie ist mit der Schulter. Komm leicht nach vorne und versuch die Ferse nach unten zu drücken. Schieb die Hüfte nach oben, drück mit den Ellenbogen gegen die Matte und bleib hier noch für 5. Beine durchgestreckt, spüre die Muskeln in der Wade hinten. 4, 3. 2, einen noch, ohne die Knie abzusetzen, drück dich nach oben in den herabschauenden Hund, ruhig ein- und ausatmen. Nun einatmen, das linke Bein durchgestreckt nach oben, ganz weit. Beim Ausatmen bring linken Knie Richtung linken Ellenbogen und mach einen leichten Katzenbuckel für 1. Einatmen, durchstrecken. Ausatmen, 2, ziehe den Bauch zusammen. Einatmen und ausatmen, 3. Einatmen und 4. Einatmen, 5. Nochmal einatmen, ausatmen, den Fuß absetzen. Und die andere Seite. Atme ein, Bein durchgestreckt, ausatmen, nach vorne zum Ellenbogen für 1. Einatmen und aus, 2. Einatmen, 3. Einatmen, 4. Noch einmal einatmen und 5. Einatmen. Und absetzen und kurz entspannen in der Stellung vom Kind. Spüre die Form deiner Wirbelsäule, die runde, entspannte Form. Komm immer wieder zurück zu deinem Atem. Beim nächsten Einatmen komm wieder langsam Wirbel für Wirbel den ganzen Weg nach oben und in den Vierfüßler. Von hier aus in den herabschauenden Hund beim Ausatmen. Atme ruhig ein und aus. Beug die Knie leicht, komm auf die Zehenspitze, komm einmal in die Dehnung und wieder zurück. Die Ferse auf die Matte. Einatmen, beug die Knie und ausatmen. Einatmen, Brust Richtung
Oberschenkel und aus. Noch zweimal einatmen und aus. Nochmal einatmen und ausatmen. Blick zwischen die Hände, beug die Knie. Jetzt springe zur Außenseite von den Händen. Für den Sumo. Mach eine Faust mit beiden Händen, die Faust auf die Matte, Rücken gerade, Wirbelsäule lang, bring die Schulterblätter wieder zusammen, schieb die Hüfte in die Höhe von den Knien und bleib hier. Noch für drei. Schön mit den Fingerrücken die Matte wegdrücken. Noch zwei. Eine noch. Jetzt bring die Hände zusammen und komm in den Yogi-Squash, Namaskarasana. Bring mit den Ellenbogen die Knie weiter zur Außenseite. Versuch den Rücken gerade zu halten. Nicht die Schulter nach vorne schieben, denn es ist sehr unangenehm für die Innenseite der Beine und gar nicht wirkungsvoll, sondern schön die Wirbelsäule lang nach hinten. Jetzt verlagere auch ein bisschen Gewicht auf die Zehen. Und bleib hier für weitere drei, zwei, einen noch. Bring die Hände wieder zurück, komm auf die Zehenspitzen und spring nach hinten in die herabschauenden Hund ab. Nochmal, Blick zwischen die Hände, spring zur Außenseite für den Yogi Squash. Entschuldigung, für den Sumo. Und wieder für den Yogi Squash diesmal. Und wieder zurück in den herabschauenden Hund. Hier kannst du gerne mal rechts und links wie ein Stepper die Matte wegtreten. Nun Blick zwischen die Hände, springt diesmal zwischen die Hände und komm nach oben für den Stuhl. Drei. Zwei, eins, gleite nach hinten in Halasana. Hopp, drei, zwei, eins. Wieder stabil nach vorne, zieh den unteren Bauch zusammen. Drei, zwei, eins, nach hinten Halasana. Drei, zwei, eins. Wieder nach vorne, Utkatasana. Drei, zwei, eins, nach hinten. Die letzten zwei. Zwei, eins. Wieder nach vorne, ohne die Hände abzusetzen. Drei, zwei, eins, nach hinten. Drei, zwei, eins. Ein letztes Mal. Hopp, drei, zwei, eins. Wieder nach hinten in den Flug. Und bleib hier im Flug. Bring die Schulterblätter näher zusammen. Nimm nun die Hände nach hinten zur Hüfte. Komm stabil nach oben in die Kerze. Und von hier aus entweder roll nach unten zum Liegen oder komm stabil Stück für Stück nach unten in die Schulterbrücke, kontrolliert langsam ab. Bring die Hände wieder über die Seite weg. Bleib in der Schulterbrücke. Alle anderen, die nach unten gerollt sind, kommen wieder hoch zur Schulterbrücke. Noch einen Atemzug hier. Und wieder langsam nach unten. Entspanne hier die Wirbelsäule, die Hüfte, die Schultern. Und bring dann die Hände neben die Ohren auf die Matte. Drück dann wieder die Hüfte weit nach oben, wie in der Schulterbrücke. Und mit einem Schub nach oben. Versuche mit den Füßen Richtung Hände zu kommen. Drück die Wirbelsäule nach oben und lang. Bleib hier. Und jetzt beim Ausatmen nach unten für eins. Einatmen nach oben. Ausatmen zwei. Einatmen.
aus, drei, noch zwei, einatmen, vier, nochmal einatmen, fünf, nochmal nach oben und wieder langsam kontrolliert. Erst mit dem Kopf, dann mit der Schulter und dann mit der Hüfte nach unten. Bleib hier wieder einen Moment, entspanne und komm dann für den Fisch. Erstmal mit den Händen nach hinten, unter die Hüfte. Bring hier schon mal die Schulterblätter zusammen, die Beine durchgestreckt. Jetzt komm auf die Ellenbogen nach oben, öffne nochmal die Brust und gleite weit nach hinten, sodass du den Kopf an der höchsten Stelle absetzt und öffne hier nochmal bewusst Anahata Herzchakra. Und wieder langsam nach unten. Zieh die Knie Richtung Bauch und massiere die Wirbelsäule nach rechts, nach links. Nimm die Schultern mit. Du kannst auch gerne einen Kreis machen. Wechsel die Richtung. Jetzt nach vorne, nach hinten so, dass du dann zum Sitzen nach oben ankommst. Und jetzt komm einmal zum Sitzen nach oben und für Navasana, für die Bootposition, die Beine durchstrecken. Wenn du möchtest, kannst du auch die Knie im Winkel halten und die Arme nach vorne ausstrecken oder nur einen Bein durchstrecken. Bleib hier für 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen nach oben in den Tisch. 3, 2, 1, wieder zurück, nach oben für den Boot, 3, 2, 1, diesmal die Füße durchgestreckt nach oben, 3, 2, 1 und wieder zurück. Bring jetzt hier die Fußsohlen zusammen. Achte darauf, dass der Rücken gerade ist. Zieh die Schulterblätter leicht zusammen. Halte deine zwei großen Zehen und öffne weit nach oben. 3, 2, 1. Bring wieder die Fußsohlen zusammen. Leg die Füße ab. Mach wieder die Wirbelsäule lang. Und beim nächsten Ausatmen komm weit nach vorne. Und versuche dann, Bauch, Brust und Kopf abzusetzen. Wenn du möchtest, kannst du auch mit den Ellenbogen gegen die Knie drücken, nach unten. Ansonsten ist es gar nicht wichtig, wie weit du nach vorne fällst, sondern dass du über die Hüfte weit in die Dehnung kommst. Und wieder weit nach oben. Für den Drehsitz, bring den linken Fuß über den rechten Bein, zieh dich einmal weit nach oben, wenn du flexibel bist, nimm den anderen Fuß mit nach hinten, achte darauf, dass du nicht auf der Ferse sitzt, sondern dass deine Sitzhöcker auf der Matte sind. Zieh nochmal den Rücken gerade nach oben, linken Arm weit nach oben und nach hinten zurück. Wenn du hier flexibel bist, kannst du gerne mit der Hand von dem Oberschenkel nach unten greifen und mit der Hand, die hinten ist, die andere Hand zusammenführen und weiter in die Dehnung nach hinten gehen. Und wieder zurück, wechsel die Seite. Zieh den Fuß nach hinten. Und den Twist weit nach hinten. Komm mit der Hand wieder unter den Oberschenkel nach hinten. Greife mit der anderen dazu und dreh den Oberkörper weiter nach hinten. Und wieder zurück zur Mitte. Wenn du möchtest, kannst du immer gerne eine Gegenbewegung machen zur anderen Seite. Und jetzt greife deine zwei großen Zehen, lass dich nochmal nach hinten fallen für Happy Baby. Schön entspannt, mach das, was dein Körper möchte gerade.
Na, dann kannst du gerne dich bereit machen für Shavasana. Die Füße schauen nach rechts und links, die Hände neben den Körper auf die Matte, ganz entspannt, schließ die Augen und genieße das Nichtstun. Und bleib hier 3 bis 5 Minuten oder wenn du möchtest etwas länger.